ich will nicht nur, dass irgendwelche alten Männer irgendwelche Entscheidungen treffen, die halt für mich und für andere Leute in meiner Generation relevant sind. Für jeden Jugendlichen, der da irgendwo herkommt, der soll die Chance haben, seine Schule zu machen, der soll die Chance haben, eine Ausbildung zu machen, der soll die Möglichkeit haben, da, wo er hingehen will, eben auch zu bleiben und dort gutes Geld zu verdienen. Jetzt mittlerweile habe ich etwas mehr von der Welt gesehen und finde, bei allen Missständen, die es in Deutschland gibt, jammern wir auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Viele Politiker präsentieren sich gerne. Ich finde, dass sie aufgesetzt wirken. Auf jeden Fall Schlips und Krawatte. Weiß, männlich. Klein, alt, grau und dick. Ich bin Patrick, 25 Jahre, komme aus Mecklenburg-Vorpommern, aus dem östlichsten Teil dort, bin in Torgelow Stadtvertreter und Kreistagsmitglied. Ich bin mit 16 in die SPD eingetreten, habe mich damit beschäftigt. Ich habe gedacht, man muss politisch irgendwas verändern. Unsere Region hat viele große Herausforderungen, viele Probleme. Und alle nörgeln immer nur rum. Und ich habe gedacht, nee, da musst du selber was dran ändern. Und es kann ja nicht sein, dass immer alle Leute nur weggehen, sondern müssen ja auch junge Leute da bleiben. Ich weiß das noch ganz genau, als ich das erste Mal für die Stadtvertretung für den Kreistag angetreten bin, haben mir immer alle gesagt, ach Patrick, du hast eh keine Chance, da wirst du eh nicht reingewählt. Und ich stand jeden Samstag ganz alleine vor meinem Aldi und vor meinem Edeka und habe meine Flyer verteilt. Jeden Samstag. Hab mit Menschen gesprochen, ob Garagen abgerissen werden sollen, ob die Hundesteuer erhöht werden kann, wie die Gehwege aussehen. Und die Leute haben mich dann gewählt. Ich bin Dimitri Golodny, 26 Jahre alt. Ich studiere Wirtschaftsrecht und arbeite bei der CDU. Bin auch bei der Jungen Union sehr aktiv. Da bin ich in die Schülerunion und in die Junge Union eingetreten und dann 2006 in die CDU. Ich bin ziemlich konservativ erzogen und auch religiös erzogen worden. Die beiden Punkte sprechen ja schon für ein Engagement eher in der CDU. Hi, ich bin die Kati, ich bin 23, ich bin die Landessprecherin der Grünen Jugend Berlin. Viele Leute sehen Politik als was ganz Abstraktes, total weit weg. Ich glaube, dass es vor allem daran liegt, dass Leute in der Schule und in anderen Bildungseinrichtungen zu wenig auf dieses Demokratieverständnis eigentlich vorbereitet werden. Am meisten nervt mich Politikverdrossenheit, Belanglosigkeit gegenüber Politik. Jemand, der mir sagt, er war nicht wählen, der kann sich auch durchaus darauf einstellen, dass die Diskussionspunkte ein bisschen härter werden. Das ist alles wichtig, Tour. Unehrlich, unecht. Konservativ. Im Prinzip sitzen die ja nur rum. Ich habe mich schon ein bisschen verändert, aber also vor allem habe ich halt viel weniger Zeit. Ausschusssitzungen. Unsere aktiven Treffen. Mitgliederbetreuung. Auch inhaltliche Ausarbeitungen. Die Landesvorstandssitzungen. Veranstaltungen machen. Kreistagssitzungen. Wahlkampftreffen. Dann habe ich noch die große Ehre, Wahlkampfleiter zu sein. Und da macht man alles. Also da gibt es nichts, was man nicht macht. Ich finde sie alle so ein bisschen stumpf, wenn ich ehrlich bin. Versteht nicht viel von der Jugend. Wir sind ja gerade auch noch jung und wir werden ja gar nicht von dem. Wir sind gar nicht das Publikum für die Politiker. Die wichtigsten Politikbereiche für mich jetzt wären Schulpolitik. Wir haben hier keine großen Rohstoffe, wir haben hier eigentlich nur unsere Bildung und die muss gut sein. Und dann finde ich die Sozialpolitik ein sehr wichtiger Punkt der deutschen Politik ist und auch bleiben sollte. Es wird einem auch manchmal so ein bisschen suggeriert, dass eine andere Politik eben nicht möglich ist, aber ich glaube eben, dass es schon möglich ist und ich finde es halt total wichtig, dass sich eben Leute aus allen Bildungsschichten und allen Alters und jeglicher Herkunft und sowas engagieren in der Politik. Du kriegst dann auch echt Dankbarkeit zurück und das ist ja sozusagen immer der Lohn, den du in der Politik kriegst und das ist echt schön.